ganz herzlich begrüßen zu diesem mittlerweile vierten Konzert für den Frieden, zu Ehren der Mutter Gottes von Marping. Und vielleicht erlauben Sie mir nun einen kleinen Moment mit großen Gedanken, die ich mir so beim letzten Besuch hier in Marping gemacht hatte, als ich hier unten die Dankestafeln an der Kapelle studiert habe. Eigentlich misst auch ich eine ganz große Tafel, oder besser mehrere, als Zeichen des Dankes an dieser Kapelle anbringen. Denn ohne meinen Glauben wäre ich nicht das, was ich heute bin, nicht wer ich bin und wie ich bin. Die Mutter Gottes hat mich geprägt und ich sage mal auch geformt. Und ich komme hier nach Marping seit nunmehr 30 Jahren regelmäßig. Das heißt, von klein an mit meinen Eltern schon, wo ich noch gar nicht wusste, was hier der Ort einem Menschen geben kann. Bin dann natürlich auch meinen Eltern sehr dankbar für. Es lag natürlich auch daran, dass mein Vater aus St. Wendel kam und diesen Ort halt auch kannte von Kind an. Ja, und als ich im Winter 95 hier an diesem Platz stand, da bekam ich die Idee, also künftig mindestens einmal im Jahr hier ein Konzert zu Ehren der Mutter Gottes zu geben. Als Zeichen des Glaubens in der Verbundenheit zu Mutter Gottes eben. Und so setze ich mein Vorhaben sofort in die Tat um. Und am 12. Juli 96 hatten wir hier das erste Konzert für den Frieden. Nach diesem ersten Konzert habe ich mit Freunden und Kollegen, die eben samt alle marianisch geprägt sind, das Werk Mein Artist for Life ins Leben gerufen. Und fortan wuchs auch das Interesse an diesem Konzert seitens Künstler und Chören, eben mitzuwirken und auch ein Zeichen für die Mutter Gottes zu setzen. Eben jeder in seiner persönlichen Art des Musizierens, der Kunst generell. Und ich wusste eben, dieses erste Konzert, wusste ich noch nicht, dass ich dann zum ersten Konzert des Friedens eigentlich Glück hatte, dass ich überhaupt hier singen konnte. Denn eine schwere Krankheit hatte mich, ja, etwas lahmgelegt. Und es war eine schwere Virusvergiftung, die man erst ein Jahr später entdeckte. Und ich habe also meine ganze Kraft aus dem Glauben geschöpft, habe gebetet und wurde geheilt. Und auch im letzten Jahr, wo ich an einer sehr persönlichen, privaten Krise war, habe ich mich an die Mutter Gottes gewandt. Sie hat mich aus diesem Tal herausgeholt. Und ich bin seitdem wieder sehr zuversichtlich und auch sehr glücklich. Und ich kann also nur Zeugnis geben, dass jeder von uns, der sich mit seinem Leid, mit seinem Weh an die Mutter Gottes wendet, auch geholfen bekommt. Der Glaube ist es, der einem hilft, und die Überzeugung. Und all diese Erfahrungen haben mich heute halt dazu bewogen, vor Ihnen allen offen zu bekennen, meinen Glauben, meine Verbundenheit zur Mutter Gottes. Und ich weiß auch, dass heute viele sogenannte große Künstler und Persönlichkeiten, selbst wenn sie von Gott und Maria überzeugt sind, sich nicht mehr trauen, aus Imageangst, wie man das heute nennt, sich in der Öffentlichkeit zu Gott, dem Glauben, ja vor allem für Maria, zu bekennen und einzusetzen. Und ich tue dies heute vor Ihnen alle ganz bewusst. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und was mich auch auf meinem Weg zu dem Werk Mein Artist angetrieben hat, ist die nächste Künstlerin, die jetzt gleich für Sie hier auftreten wird. Das ist Frau Inge Brück, die ebenfalls ein Werk ins Leben gerufen hat, nämlich Künstler für Christus, das mittlerweile auch international arbeitet. Und ich freue mich, dass es mir gelungen ist, dass sie heute Abend hier ist. Empfangen Sie mit mir Inge Brück.
grüß Gott. Ja, ich denke, es ist etwas Außergewöhnliches. Ich habe mich sehr gefreut, dass Mario ebenso klar sein Bekenntnis nach außen getragen hat. Das ist ja heute in unserer Zeit keine Selbstverständlichkeit. Wir